Herzlich willkommen zum Real Change Rapcast. Ich freue mich sehr, heute Karl-Heinz Mayer zu Gast zu haben, den Gründer des Ökodorf-Instituts. Karl-Heinz Mayer ist gelernter Diplom-Ingenieur für Raumplanung, ist seit 1980 aktiv in der Ökodorf- und Gemeinschaftsbewegung und hat 1992 das Ökodorf-Institut für Wohnprojekte mit aufgebaut und lebt seit 1995 in der spirituell-ökologisch orientierten Delfingemeinschaft, in der unter anderem auch gesellschaftliche Alternativen zur Krankenkasse zum Beispiel erörtert werden und plant zurzeit ein interspirituelles Ökodorf. Und ich würde natürlich gerne wissen, was es damit auf sich hat und wie er zu den Projekten mit den Ökodörfern gekommen ist. Und ich gebe das Wort ab an Karl-Heinz Mayer. Ja, schönen guten Tag. Ja, es ist natürlich mit meiner Kindheit zusammen. Ich bin in einem kleinen Dorf bei Hannover aufgewachsen. Da hatten wir noch die ersten 10 Jahre eine schöne so Lausbubengemeinschaft, sie zusammen gemacht. Und dann sind meine Eltern umgezogen, mehr in der Nähe von Hannover und in eine Neubausiedlung. Und da hatte ich dann keine Jungengemeinschaft mehr. War dann immer mehr Außenseiter in einem neuen Dorf und so. Ja, und dann ist es weitergegangen durchs Studium. Da habe ich dann 1980 rum welche kennengelernt, die waren damals bei den Grünen, haben in Nordrhein-Westfalen und dann auch bundesweit eine Arbeitsgruppe Kommunebewegung initiiert, noch mit Rudolf Barrow und so bekannten Grünen damals. Ja, und haben das auch praktisch angefangen in der Emmaus-Gemeinschaft am Niederrhein. Und ich habe dann zu der Zeit Raumplanung in Dortmund studiert. Das war zwar sehr interessant, aber es war meist mehr Verhinderungsplanung, also gegen Atomkraftwerke, gegen Autobahnen und so. Und ich wollte halt mehr konstruktiv arbeiten und habe dann schon das Vordiplom fast abbrechen wollen. Bin dann nach dem Vordiplom in diese Emmaus-Gemeinschaft gezogen, um von dort aus eine größere Gemeinschaft, damals hieß es noch Großkommune, mit aufzubauen. Okay, und wie ging es dann weiter? Ja, damals, das ging dort nur so ein Jahr ungefähr weiter, dann ist das ein bisschen verlaufen. Und auch bei den Grünen ging es ja auch nicht in dieser Richtung weiter, haben sich immer mehr angepasst ans normale Politiksystem. Ich habe dann doch noch das Studium zu Ende gemacht, habe während des Studiums viele Gemeinschaften besucht und auch darüber dann meine Diplomarbeit geschrieben. Das war Mitte der 80er Jahre. Damals hatten natürlich die Professoren an der Uni noch kaum Ahnung von Ökodörfergemeinschaften, habe ich dann denen mehr erzählt, was es da alles gibt. Und um auch schon während der Diplomarbeit, während des Schreibens in Gemeinschaft zu leben, habe ich dann überlegt, wo das am besten geht. Und das war dann für mich damals ab 1987 dann der Lebensgarten Steierberg bei Hannover. Habe ich dann die ersten 10 Jahre dort mit aufgebaut, bis 1996. Haben wir dort ja auch viel Anerkennung bekommen. Wir waren ja auch bei der Weltausstellung Expo 2000 Hannover dabei, haben dort eine Auszeichnung bekommen. Und es kam immer viel mehr Menschen dorthin, die dort mitmachen wollten. Wir waren ja damals schon 100 Erwachsene, 50 Kinder und hatten dann aber nicht mehr viel Platz für neue Menschen. Denen habe ich dann erzählt, was es sonst noch in Deutschland und weltweit an Ökodörfergemeinschaften gibt oder wie sie da selber welche gründen können. Erstmal habe ich das so nebenbei ehrenamtlich gemacht und dann habe ich erkannt, dass ich daraus auch gut meinen Hauptberuf machen kann. Habe dann eben dort im Lebensgarten 1992 das Ökodorf-Institut gegründet. Und teilweise auch noch so ein bisschen nebenbei, so halbberuflich, halb davon zu leben. Und dann ab 1997 habe ich es dann geschafft, davon dann richtig hauptberuflich zu leben. Von dieser Beratung und auch natürlich auch andere Seminare zum Thema Gemeinschaften und Literatur dazu, Filme, Immobilien vermitteln. Und seit 1997 mit meiner Frau zusammen haben wir dann die Gemeinschaften Festivals gegründet, wo sich immer viele Gemeinschaften vorstellen und neue Gemeinschaften von den Älteren lernen können und Gemeinschaftsinteressierte hinkommen können, um sich anzuschauen, was es alles gibt an Spannbreite in der Gemeinschaften und Ökodörfer.
Und wie beurteilst du allgemein so die Wachstums- und Entwicklungsrate von diesen Ökodörfern in den letzten Jahrzehnten? Denkst du, dass es ein Trend, der sich in der Zukunft weiter fortsetzen wird und dass das wirklich eine Alternative ist Ja, zu seit den ich dabei bin, seit 1980 ist es immer kontinuierlich weiter gewachsen, die Gemeinschaftsbewegung. Hat natürlich etwas geändert. Also früher hieß es ja noch mehr Kommune. Und als das dann mit der DDR dann zu Ende ging, da konnte man nicht mehr Kommune sagen, wie im Kommunismus. Ne? Dann haben wir eben dann mehr Gemeinschaft oder Ökodorf zugesagt. Und es ist auch immer größere Gemeinschaften entstanden, weil so die kleinen Landkommunen so der 70er Jahre, das war halt dann zu klein. Und gerade wenn man dann irgendwo abgelegen auf dem Land sein wollte, da kann man natürlich mit 10 Leuten keine umfangreiche Selbstversorgung machen. Weil viele Gemeinschaften wollen ja möglichst viel selbst machen. Ne? Und dazu gehört wie im normalen Dorf dann eben auch viele Landwirte, Handwerker, dann eine eigene Schule, ein eigenes Café, Kulturzentrum und also alles, was im normalen Dorf auch gibt, dann eben nur ein bisschen anders oder besser, Anführungsstrichen. Wie Und viele? dafür braucht man dann eben wie im normalen Dorf eben auch so ein paar hundert Mitglieder halt, damit alles möglichst ganzheitlich vorhanden ist. Wie viele solcher Ökodörfer hast du denn momentan in Deutschland so auf dem Radar und wie viele gründen sich da Ah ja, in den noch nächsten als Jahren? Ergänzung zur vorherigen Frage. Anfang der 80er Jahre so war ich ja der Einzige, der so in Deutschland so Netzwerkarbeit und Vermittlung, Beratung gemacht hat zu dem Thema. Und seitdem gibt es natürlich noch viel mehr andere Anlaufstellen, die sich auch mit Gemeinschaften befassen und auch beraten und vernetzen. Und trotzdem habe ich immer noch genug oder zunehmend noch mehr Anfragen und Kunden. Das heißt, es ist insgesamt natürlich also viel mehr geworden. Und auch breiter, ne? Dann 70er Jahre waren es ja mehr so jünger Leute, mehr so politisch, linkspolitisch Aussteiger. Und inzwischen schon seit 10, 20 Jahren sind es auch viel mehr ältere Leute, die nicht alleine irgendwann Altersheim wollen, sondern auch mit, also Alt- und Junggemeinschaften eher mitgegründet haben. Allein davon gibt es schon ein paar hundert Alt- und Junggemeinschaften in Deutschland allein. Und also man kann schon sagen, dass das Thema Gemeinschaften so im Mainstream angekommen ist inzwischen, dass ja auch die normalen Politiker davon reden und nicht nur davon reden, sondern auch zum Teil selber leben, ne? Wie kennst du ja wahrscheinlich den ehemaligen Bürgermeister von Bremen, Henning Scherf, jetzt ja auch in einer Gemeinschaft inzwischen, seit ein paar Jahren schon. Also ich habe persönlich Kontakt mit der einen oder anderen Gemeinschaft mit jüngeren Leuten, die sich ein altes Grundstück gekauft haben, ein altes Haus oder so, und dort Selbstversorger werden wollen und in der Regel Leute einladen, um dort für Kost und Logis mit denen zusammenzuarbeiten. Und das scheint in meinen Augen ein Trend, der sich sehr stark entwickelt hat in den letzten Jahren. Und auch es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren, auf solchen Projekten mitzuarbeiten. Ja, wie gesagt, wenn du auf ein bisschen Gemüseanbau beschränkst oder so, dann geht das vielleicht schon mit 10 Leuten. Aber umfangreiche Selbstversorgung, da gehört ja viel mehr dazu. Ne? Auch dann Getreide und dann noch Kleidung selber herstellen und Kinder selber erziehen und so. Und dann brauchen wir natürlich mehr als 10 Leute. Das stimmt. Und von dieser Sorte von Projekten gibt es schon, was würdest du sagen, in Deutschland, wie viele ungefähr? Den größeren? Also man, es kommt auf die Definition drauf an, was man jetzt genau unter Gemeinschaft versteht. Zum Beispiel, ob jetzt Behindertendörfer, ne, so anthroposophische zum Beispiel, dazu gehören. Und für mich gehören alle Gemeinschaften dazu. Also jeder, der für mich sagt, jede Gemeinschaft, die sagt, ist eine Gemeinschaft, ist in meiner Sicht auch eine Gemeinschaft. Und ja, in dem Sinne gibt es schon, denke ich mal, 200, 300 größere Gemeinschaften in Deutschland. Und bei wie vielen denkst du, könnte jemand, der jetzt sich sozusagen freiwillig meldet, einfach mitmachen? Ja, das ist auch wieder in Anführungsstrichen einfach. Was heißt einfach mitmachen? Klar, für ein paar Tage oder ein paar Wochen geht es in den meisten Gemeinschaften, dass man mal so vorbeikommt und mithilft und natürlich vorher sich anmeldet für Kost und Logis. Wenn man dann wirklich die Absicht hat, richtig einzusteigen für länger, dann braucht es natürlich etwas mehr, außer dass man menschlich zusammenpasst und inhaltlich zusammenpasst. Wird dann natürlich schon oft auch das Einstiegsgeld mitbringen sollte, meistens vielleicht so 10.000 Euro oder so, verlangt, wobei das auch nicht so strikt ist. Man
Wenn man wirklich gut zu passt, dann gibt es auch solche Möglichkeiten, dass es auch ohne Geld geht. Und ich schätze mal, die Hälfte der Gemeinschaften, da ist von vornherein gar keine Bedingung, dass man Geld mitbringt, sondern dass man das einbringt, was man eben gerade kann. Und selbst wenn man schon alt ist und nicht mehr richtig körperlich viel arbeiten kann, kann man trotzdem mitmachen, kann ja andere Erfahrungen einbringen. Okay, dein nächstes Projekt ist ein interspirituelles Ökodorf. Was verstehst du unter interspirituell und welche Rolle hat Spiritualität überhaupt in deiner Ansicht nach bei der Entwicklung von diesen Ökodörfern? Ja, ich komme ja ursprünglich mehr aus der ökologischen Richtung Anti-AKW, 80er Jahre. Gewaltfreie Aktionen, Blockaden vor Atomkraftwerken, all sowas. Und ja, wie gesagt, das fand ich zwar damals auch wichtig und da hat immer gewisse Sachen gefehlt und eins davon war für mich halt so das Innere, die Verbindung, ich sag nun ja, zum Höheren Selbst. Kann jeder natürlich anderes für sagen, was Gott sagt oder sonst wie. Ja, ich denke schon, dass es eine zwingende Voraussetzung ist für erfolgreiche Gemeinschaften, gewisse spirituelles Leben, wo man es nicht so nennen muss. Ne? Natürlich auch, kennt ihr ja wahrscheinlich auch viele ältere Bauern oder so, die ganz naturverbunden leben auf dem Land und das jetzt nicht spirituell nennen, aber trotzdem durch ihre Erdverbundenheit und so. Und so was Ähnliches halt noch trotzdem leben. Und ich denke, sowas gibt es eigentlich auch bei jüngeren Leuten, dass viele das Wort nicht benutzen wollen. Aber natürlich, irgendeinen Sinn müssen sie ja schon auch in ihrem Leben sehen, ne? Und danach was ausrichten. Und das ist bei den meisten natürlich dann auch ein guter Sinn. Es gibt natürlich ein paar Ausrutscher, die seit irgendwas in so rechtsextrem abrutschen oder so, darin Sinn sehen, aber das ist natürlich total verschwindend gering. Oder mit anderen Worten, die Leute sollten einfach geistig stabil sein in gewisser Weise. Aber was meinst du jetzt genau mit interspirituell? Also, dass man von Ja, ich habe immer schon sehr, sehr viele Gemeinschaften kennengelernt, die sehr, ja, sehr gut leben, sehr viele tolle Sachen machen, mit Selbstversorgung, mit tiefer Spiritualität und so weiter. Und gerade weil sie so viele gute Sachen machen, es sind so oft dann, dass sie dann irgendwann denken, sie sind jetzt die Besten, die einzig Wahren, ja, vor allem aus den christlichen Bereichen, so, dann nur das Christliche zählt zum Beispiel. Aber das gibt es genauso auch bei Buddhisten und anderen. Und das ist natürlich gefährlich, dann zu sagen, wir sind jetzt die einzig Wahren, alle müssen jetzt so leben wie wir. Und was dann im Extremfall ja, wie damals früher in der Hexenverfolgung oder sowas hinausgelaufen ist. Oder eben von über Hitler, diese Geschichten da. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb von vornherein interspirituell, ne, dass in der Gemeinschaft verschiedene Richtungen vertreten sind. Und nicht nur wie beim Papst, der sagt ja auch, er macht interreligiösen Dialog, aber der redet halt nur und will sowieso auch nur die anderen überzeugen von seiner Richtung. Und beim interspirituellen Zusammenleben, wenn man wirklich zusammenlebt, dann lernt man ja auch die anderen Menschen gut kennen, wie die ihr spirituelles Leben leben. Und dann sieht man ja, dass das auch gut ist und nicht irgendwie was Schlechtes ist. Und ja, das ist der Hintergrund von dem Interspirituellen. okay, vom Establishment wird so etwas wie die Gaia-Religion gepusht. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Maurice Strong zum Beispiel hat auf dem Rio Earth Summit gesagt, es liegt an uns, dass die industriellen Nationen zugrunde gehen müssen. Und Agenda 21 von der UN dreht sich darum, wie die Erde renaturiert werden soll in gewisser Weise und die Menschen dann in Städte eingepfercht werden und sich nicht mehr frei bewegen dürfen. Es werden Energiesparlampen gepusht durch Lobbys, die eigentlich der Umwelt schaden. Es wird eine CO2-Steuer vorgeschlagen, die eigentlich nur zum Ziel hat, alles zu kontrollieren und alles zu besteuern, wobei CO2 nicht dieser Klimakiller zu sein scheint, zu dem man das macht. Auf der anderen Seite werden dann Umweltprobleme wie genetisch modifizierte Pflanzen, von denen die Tiere, die das essen, in der dritten Generation spätestens unfruchtbar werden oder Chemtrails oder sowas oder das Bienensterben, was momentan passiert. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommst. Ja, klar. Sowas wird dann nicht erwähnt vom Establishment. Wie ist denn, also häufig ist denn
sehe ich viele gut meinende Menschen, die dann aber auf solche Sachen reinfallen, wie eben diese CO2-Sache oder, also wie stehst du dazu? Ja, das sehe ich genauso, wie du das eben betont hast, dass es keine guten Sachen ist. Also ein Beispiel von den Energiesparlampen und so. Und generell natürlich habe ich ja nichts von Ökodiktatur oder so. Dann gibt es ja auch so Romane in der Richtung oder Filme, die in der Richtung schon was veröffentlicht haben. Aber ich denke schon immer mehr in Richtung Vorbild, Leben anbieten und freiwillig, dass die Menschen freiwillig dann sich ändern können. Wenn wir sehen, dass es auch gerade das Gemeinschaftsleben halt nicht ein Verzicht ist, sondern wirklich ein Zugewinn, dass es auch Spaß macht, das zu leben. Okay, wie siehst du momentan so die politische Entwicklung in Deutschland und weltweit und was denkst du, kann man oder sollte man darauf irgendwie versuchen, Einfluss zu nehmen? Weil ich würde es jetzt nicht so dramatisch hervorheben, dass es gerade jetzt irgendwie ganz schlimm ist oder so. Ne? Es gab immer schon schlimme Sachen in der Welt, auch früher. Es war ja nicht früher alles besser. Ja, von daher, ich verfolge das zwar so am Rande, dass ich mitkriege, was so läuft. Aber ich sehe jetzt keinen Sinn, da drauf zu konzentrieren. Wie gesagt, was ich schon vor 30 Jahren angefangen habe, nicht mehr so Aktionen gegen irgendwas zu machen, sondern lieber was konstruktiv aufzubauen. Ich verstehe. Ja, die Gelddiskussion zum Beispiel ist momentan sehr heiß in der Euro-Krise und viele wissen, dass Zentralbanken privat sind und dass das Geld, was von denen rausgegeben wird gegen Zinsen, alle in die Schulden treibt, die nicht bezahlbar sind und so weiter. Und da macht es natürlich vielleicht Sinn, andere Leute darüber zu informieren. Oder es gibt natürlich auch Leute, die gründen dann politische Initiativen oder Parteien oder so. Aber ich denke, wenn man ein neues System schaffen will, geht es nicht darum, sich irgendwo einzuschließen, das perfekte System auszutüfteln und irgendwann aus seinem Kabuff rauszukommen und das allen zu präsentieren und denen zu sagen, so funktioniert es jetzt, sondern eher, indem man durch Wort und Tat aktiv was Neues schafft, sich natürlich auch informiert und andere informiert, aber dass das alles organischer und natürlicher Naja, nee, dieses Abschließen, das machen wir ja auch nicht. Also ein Beispiel, was du ganz am Anfang ja erwähnt hast, Alternativen zur Krankenkasse, ne? Das machen wir ja auch schon über 10 Jahre, dass wir nicht politisch hingehen und sagen und fordern, die Krankenkassen müssen jetzt das und das anders machen oder die Gesundheitspolitiker müssen das und das anders machen und das hat ja sowieso nichts. Wir machen halt lieber dann unsere eigene Solidargemeinschaft. Wir sind halt nicht Mitglied in den Krankenkassen, sondern machen unser eigenes und das funktioniert halt auch. Ne? Und da ist es uns dann nicht wichtig, ob jetzt die eine Krankenkasse da pleite macht oder die andere pleite macht. Also, das bestätigt ja nur noch mehr, dass wir auf einem guten Weg sind. Weil wir haben schon seit 10 Jahren ehrlich die Bestätigung von dem gesetzlichen vorgeschriebenen Aktuar, der das mal beurteilen muss, ob wir leistungsfähig sind. Ne? Dass unsere Solidargemeinschaften halt leistungsfähig sind, das hat er jedes Jahr wieder bestätigt. Weil wir halt viel sparsamer sind und nicht so unnötige Sachen ausgeben, keine Prunkbauten haben und überhaupt keine Gehälter ausgeben für irgendwelche Verwaltungsarbeiten und alles selber organisieren, ehrenamtlich. das klingt sehr gut. Wenn man dich irgendwie kontaktieren will oder das Ökodorf-Institut oder so, wie macht man das am besten? Ja, entweder im Internet, www.gemeinschaften.de oder natürlich auch gerne anrufen. Und dann natürlich am besten entweder zum Einzelgespräch vorbeikommen oder zu einem unserer Seminare oder zu den Gemeinschaftenfestivals immer im August und über Silvester, wo sich viele Gemeinschaften vorstellen. Ja, das Festival klingt ganz interessant. Ich habe schon ein bisschen was darüber gelesen. Ist auch ein Film zu sehen, ne, auf der unserer Startseite. Gerade weil dieses Interview ja für YouTube ist, wo es auch um Bilder geht, kann man auf der Startseite dann auch mal genauer sehen, wie das von einem Festival los ist. Also vom Gemeinschaftenfestival. Wie siehst du die ganze Gemeinschaftssache und überhaupt die Entwicklung in den nächsten, sag mal, 5 bis 10 Jahren. Was ist momentan auf deinem Radar das Wichtigste, worum man sich jetzt kümmern müsste und was gerade anliegt?
Ja, also für uns selber das Ganze noch zu vergrößern. Also wir sind ja jetzt mit einem anderen Projekt zusammen, dem insgesamt 1000 Personen werden wollen. Also das noch ganz im größeren Stil alles ausprobieren, wo es dann noch besser funktioniert mit Selbstversorgung auf allen Bereichen. Und auch im Kontakt mit einem Projekt, die das noch größer wollen, dass ein ganzer Staat sich mal in die Richtung umstellt, also ein nicht nur ein Ökodorf, sondern noch größer Ökostaat, aber eben kein Zwangsstaat oder so, sondern alles auch wieder freiwillig. Das ist natürlich schwierig, von den bestehenden Staaten da welche umzuändern, aber es gibt Kontakte in die Südsee zu kleinen Inselstaaten, wo zwei davon Interesse haben, sich so ganz umzustellen, ganzheitlich. Also auch nicht nur Öko, sondern auch ganzheitlich, also auch das spirituelle Vielfalt, Toleranz auch dazu gehört. Das klingt ja sehr spannend. Welcher Staat ist das? Ich bin da selber nicht so involviert, ich habe da Kontakt zu denen, habe ich jetzt auch gar nicht im Kopf. Und also bei Interesse kann ich das schon mal raussuchen. Auf jeden Fall, also wäre ich sehr interessiert dran. Also es gibt einen Roman dazu, den ich empfehlen kann. Das hat ein Autor, der hat auch so einen Thriller geschrieben, mal über Ökostaat, also diese negative Utopie, ne? Ökostaat. Und dann hat er in Kontakt bekommen mit diesem Verein, dieses Südtirol-Plan, und hat dann einen positiven Roman geschrieben, wie sich so ein Inselstaat da umändert. Das heißt das Tahiti-Projekt. Also der Roman handelt auf Tahiti, aber die reale Umsetzung ist dann auf einer anderen Insel. Aber ich denke mal, in Deutschland wird es ja auch weiter wachsen. Also man muss nicht unbedingt in die Südsee Nee, gehen. das ist jetzt nur einmal als ein Beispiel, um dass wir auch in größeren Dimensionen denken, ne? Dass es sich weiterentwickelt. Natürlich auch klar, auch für Deutschland. Ja, sehr spannend. Ich denke, momentan gibt es viele Leute, die aus verschiedenen Richtungen kommen und versuchen, was zu verbessern. David Icke sagt immer, die einen Leute bekämpfen das und sie bekämpfen eigentlich grundsätzlich das gleiche System, nur verschiedene Ecken des Systems. Und genauso denke ich auch, gibt es Leute, die aus verschiedenen Richtungen kommen, anscheinend aus verschiedenen Richtungen, aber eigentlich aus der gleichen Richtung, denn alle wollen sie was Besseres machen, wollen die Welt verbessern. Und ich denke, deswegen können sie auch letztendlich alle zusammenarbeiten. Und wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich gehe nicht so in die Parlamente oder kümmere mich nicht so um das, was politisch jetzt geschieht, heißt das ja nicht, dass du nicht dazu beiträgst, dass diese Welt ein besserer Ort wird, denke ich. Also, so wie ich das sehe, bist du ja recht aktiv dabei hier. Was, Also ich wäre auch nicht dagegen, also wenn mich jetzt jemand einlädt, ins Parlament da irgendwas zu erzählen, dann würde ich das schon machen. Oder also, wenn sie mich aufstellen wollten, da irgendwas, dann würde ich vielleicht auch mal überlegen, aber ist jetzt auch keiner mich herangetreten, also der hat mich wahrscheinlich hinterher. Ich habe ja die Grünen selber früher mitgegründet und das reicht mir eigentlich auch schon, muss ich jetzt nicht unbedingt da wieder was noch machen. Aber nochmal ein wichtiger Aspekt, weil du gefragt hast, wegen der, wie es weitergeht zum Thema Gemeinschaften. Noch wichtiger Aspekt, Gemeinschaftserfahrungen, da tragen wir auch schon lange, auch schon wieder seit Jahrzehnten, rein in die bestehende Gesellschaft. Also wir sagen jetzt nicht, alle müssen jetzt unbedingt im Ökodorf leben, sondern die Erfahrungen, die wir haben, zum Beispiel mit gewaltfreier Konfliktlösung oder Alternativen zur Krankenkasse oder Tauschringe oder Carsharing, das alles, das kann man ja alles auch in einer guten Nachbarschaft auf dem Dorf oder in der Stadt halt auch leben halt, ne? Und das wird ja auch schon gemacht. Und wir machen es hier bei uns ja auch, hier im Schwarzwald. ja, das, was es braucht, ist, dass jeder sich in gewisser Weise ein bisschen einsetzt, Verantwortung übernimmt, selber was aufbaut und dann können wir zusammen sehr viel erreichen, denke ich, ja. Ohne dass man in eine feste Gemeinschaft ziehen muss, weil, ja, du sagst es. Ja, wie gesagt, unter meinem Oberbegriff Gemeinschaft, da gehören halt gute Nachbarschaften genauso dazu. Ja, das ist doch ein guter Abschluss. Dann bedanke ich mich sehr für das Interview. Ja, gerne. Und vielleicht sprechen wir irgendwann mal wieder miteinander. Am besten, wenn wir uns mal sehen. Ja, das wäre super. Hast du nicht Zeit zum Gemeinschaftenfestival? Ich weiß noch nicht. Aber Ja, wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei. dann melde ich mal. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, Ciao. schönen Abend noch.